Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mal wieder mit unserem 406 im Wald und ihr habt es sicherlich auch mitbekommen, es ist sehr trocken und das heißt, wir bringen heute wieder mit dem IWC-Container Wasser zum Wald. Heute wollen wir mal mit neuer Technik arbeiten und zwar haben wir da hinten eine Tauchpumpe mitgebracht, Schlauch haben wir dabei und ein Stromaggregat. Das Stromaggregat sollte so circa 2000 Watt bringen. Heißt, das reicht auf jeden Fall für die Tauchpumpe. Weil wir haben gemerkt, wenn wir den IBC-Container hier vorne an dem Stopfen so mit Schlauch anklemmen, da ist immer ein bisschen Druck drauf. Und deswegen arbeiten wir heute mal mit Pumpe und Stromaggregat. So, die Tauchpumpe haben wir hier auch. Die nehmen wir jetzt mit in unseren PVC-Container nach vorne. Hi, meine Freunde, ich bin natürlich auch immer dabei, wie immer, zum Malochen, klar. Ich hole jetzt erstmal den Schlauch. Es ist ja eine Affenhitze hier, das ist eine Trockenheit, ey, das ist ein Wetter, ey, das ist ja nicht mehr normal. Hier geht ja alles kaputt. Hier musst du saufen, saufen, saufen. So, Freunde, schmeiß noch mal den Schlauch an der Pumpe dran. Mal gucken, ob das klappt, wie wir das vorhaben. Schnellverschluss dran. Pumpe rein. Schwimmer nach oben. Ganz klar, Schwimmer nach oben funktioniert. So. Schlauch eben verteilen. So, wir nehmen auch schon mal den Stecker mit, denn wir haben ja hinten unser Stromaggregat stehen. Stecker ist drin. Stellen wir das Aggregat mal auf an. So, Leute, ganz kurz. Wir haben sonst immer Wasser gegeben mit Eimern. Aber bei der Hitze werden wir natürlich auch fauler. Also haben wir gedacht, wir müssen mehr Technik mit im Wald bringen. Ja, und wie gesagt, vorne mit dem IWC-Container nur mit Schlauch. Das ist uns auch ein bisschen zu wenig Druck. So viel Zeit haben wir dann auch wieder nicht. Wir haben gerade Zeit genug, um für euch Videos produzieren. Aber erstmal Choke rein. Sprittern auf und dann ziehen wir mal einmal. So, Aggregat läuft. Jetzt noch umstellen. Und dann mal gucken, ob die Pumpe schon läuft. Super, das Wasser, das läuft schon. Wäre die Feuerwehr froh, wenn sie so eine Technik schon hätte. Andere Seite, nächster Baum. Super Sache. Also da ist jetzt schon ordentlich Druck auf der Leitung. Ja, wir müssen sofort mal eben was weiter reinfahren, weil mit dem Schlauch, der ist zwar lang, aber wir stehen natürlich am Waldrand und wir müssen ja nach ganz hinten durch für die Bäume. Deswegen werden wir sofort mal mit dem Unimo ein Stückchen reinfahren. Wir machen jetzt mal das Aggregat eben aus und dann fahren wir ein Stück rein und dann melden wir uns wieder. So, Freunde, wir werden jetzt mal den Unimo weiter in den Forst reinfahren, damit wir weit genug mit unserem Schlauch kommen, damit wir auch wirklich alle Bäume bewässern können. So, Freunde, dann werden wir sofort eben wieder den Schlauch anschließen. Den haben wir extra von der Pumpe gelöst. Schlauch ist dran. Haben wir unseren feinen Hopser gekauft? Ja, also wir werden jetzt. Wir investieren immer wieder. Einen kleinen Hopser kann man immer gebrauchen. Wenn der Toaster mal zu Hause nicht geht, weil kein Strom da ist oder der Föhn kann nicht funktionieren, dann kriegen wir ja Stress. Ja.
läuft da wieder. Wie gesagt, den haben wir beim Bekannten. Den haben wir beim Bekannten von uns gekauft für einen schmalen Preis. Muss ja auch nicht immer alles so neu sein. Aber unser alter ist leider kaputt gegangen und dann haben wir gedacht, nehmen wir direkt einen etwas größeren. Der alte hatte so circa nur 800, aber für unser kleines Wohnwerkchen hat das astrein gereicht. Überall ist auch schon Wasser. Was eine trockene Hitze hier, was eine Trockenheit. Wir müssen sehen, dass wir die Bäume am Überleben halten. Wird schwierig. Man sieht, die Blätter sind nach einer Woche schon aufgekräuselt. Ist schon ein Problem. So Freunde, das war es jetzt auch mit dem Video. Die Bäume haben jetzt fast alle Wasser bekommen. Wir geben jetzt noch den letzten paar was Wasser. Und dann sehen wir uns nächste Woche Samstag um 11 Uhr wieder. Und lasst gerne ein Abo und einen Daumen hoch da. Ciao.